Gibt's ein Runderl Need for Speed? Und das wird circa ungefähr eine halbe Stunde zu spielen und dann um 8 Uhr geht es dann wieder weiter. Und das lassen wir jetzt noch aus, die Sterndal, weil wir haben ja hoffentlich bald unser. Schauen wir mal, RX 7 oder RX 8. Einen von den beiden. Einer von den beiden wird es werden. Immer noch nicht hundertprozentig sicher, welcher. Upsi! Nächste wollte da aber gesagt für die Rundrennen. Wollte der eigentlich die Hinterachse noch ein bisschen stabiler machen, ja? Müssen wir in die Garage gehen. Jawohl, da gehen wir ganz schnell hin und da werden wir das für einen Rundkurs kurz einmal anpassen. Danke, jawohl. Ja, wissen wir schon alles, danke. Settings. Gut, die haben wir jetzt da vorne ein bisschen. So wollen wir das machen. Passt eigentlich. Ich glaube, der ist schon nicht schlecht, wenn man da ein bisschen mehr. Der kann ruhig gescheit bieten bei Rundkurs. 1, 2, 1, 2. Achso. Wo werden wir das machen, dass er nicht gar so. Ich glaube, das wird. So, nein. So, da. Schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert, ne? Ob uns der zu uns sehr untersteuert, aber da der eh ziemlich schön einlenkt, der Wagen wird das, glaube ich, nicht so schlimm sein bei dem jetzt. Oh, da sind ein paar versteckte Rennen, schau mal, was auch. Machen wir gleich mal Street X. Jetzt bin ich sehr blöd gefahren, da hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Fokus, so wie es wissen. War sehr weit aufregend, wie wir das gefahren sind. Mal wieder reinkommen. Sie geht das gar schon lauter da, gell? Wollen wir da gleich viel noch merken? Upsa! Hoppala! Da bist du eingedreht. Ja.
gerade jetzt wieder der Klassiker gewesen, ineinander Kuchen aufhören. Sehr schön aus. Points nehmen wir natürlich mit. Dann machen wir gleich den Rundkurs. Unser Anbieter. Der versteckte Raser da. Ui. Glaube ich geil. Keine Ahnung, ich glaube, das ist sogar länger, aber dann, wenn man da dann nicht aus so einem Orgen enger Kurve rausgefahren, sollte man da ja eigentlich schneller sein jetzt, ne? Da nicht. Das war ein Versuch. Das war knapp. Und da einer hat sein iPad. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Aber das Rennen ist so lang, also das ist mit Sicherheit, also da könnt ihr wetten drauf, dass uns dann da sicher irgendeiner am Gegenverkehr an einer Stelle, wo es unübersichtlich ist, genau das Auto setzt. Na, na gut, besser als ein. Hat der eine sehr auch gefahren. Besser als ein Frontalcrash, ne? Das ist ja doppelt. Ja, genau. Ich sag's ja noch und ich schaue. Ja, fahrt's nur vorbei, macht ja nichts. Dann mache ich den Weg schon frei. Wie die Kurven so schnell fahren können. Jetzt hat er es mir nicht erwischt. Da hat sich einer eifert, oder? Na, hat leider nur so ausgeschaut. Dass da die Kamera passt. Ja, was denn, was denn? Das bin ich blöd gefahren, das geht zügiger. Da picken wir aber eh schon wieder drauf. Ne? Na, schon wieder da, gebiete.
Ja, das ist aber wirklich lächerlich. Ne? Das sind je ja, bitte, Freunde. Das sind jedes Mal da in der Kurve dann hinsetzen, das ist ja lächerlich. Ne? Wieder genau auf der gleichen Stelle wieder. Kommst du da mit vollem Karacho hin und. Und ausweichen kannst du genau vergessen. Ne? Wie willst du das machen? Ja, genau, der fährt die Kurven mit Vollgas durch. Rechten Winkel, ne? Auch nicht bremsen. Das war halt damals bei den Spielern noch, ne? Dass er von. Dass die da irgendwie halbwegs realistische. Startsam von den Wagen kannst du auch hageln, ne? Weil das ist. Dafür, das kannst du mit deinem Auto nicht machen. Ne? Jetzt ist wieder die gute Kamera. Jetzt machen wir das ein bisschen schöner, hoffentlich. Ja. Jetzt ist einmal kein Auto, was uns vor die Nase setzen, dafür bin ich so dermaßen daneben und fahre in die Faseln rein. Ne? Also Reputation werden null sein. Ja, war logisch. Das war ja nicht berauschend. Ne? Turbo. Kriegen wir den da auch? Machen wir mal den Drifter. Money, money. Dankeschön. Ja. Müssen wir uns wieder aufs Wedeln einstellen. Ne? Schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert mit dem Drift. Jetzt haben wir ja mehr, ein bisschen mehr Power von unten rum geben. Ne? Beim Pult fahren, wie man sieht, kann man genau vergessen, weil die sind fröhlich und die machen auch nur die Drifts kaputt. Ne? Das wollte ich nicht wegschmeißen, das ist natürlich dann besser, man bremst kurz einmal. Da hat es gut gemacht.
Ein bisschen besser geht er schon jetzt von unten weg, ne? Ich glaube, das ist Arena, das muss nur schnell sein. Geht um die Punkte, Jungs. Nicht ob's, ob's viel. Wie kennt jetzt vor allem, dass ich schnell ins Ziel komme? Weiß ja, dass er schon im Ziel ist, ne? Wenigsten Punkte wahrscheinlich. Das ist voll geil. Na so, hoppala! Ein Punkt, dann lassen wir mehr. Reporters from Spoiler are digging for a feature. With this one, you might score some coverage. Kein Sprint? Na, dann schauen wir mal wegen die URL-Rennen. Die URL-Rennen kriegen wir ja die Autos. Wir wollen ja, wir wissen, ne? RX 7 oder RX 8? Ich glaube fast den 7er. Wenn man ein bisschen dem Arzt da gehen, ich weiß aber. Bleibt's da, Jungs. Wird's auch nicht. Nervös in seiner Auto, ha? Es ist der Harzer Kurs. Oh. Das war's dann, das ist sehr viel mehr wohl dann. Wo man natürlich sagen muss, wenn du mit einem MX-5 270 fährst, ich weiß nicht, ob das leibend ist. Dann ist cool, der fährt außen, da denkst du, mir ist wurscht, ne? Bei der Tuning-Bude vorbei. Ja, ja, ja. Dann gehen wir in die Blase. Jetzt bin ich ein bisschen an den Stoß zusammengefahren, ne?
auch noch wieder die, das so schnell fahren. Ne? Also das ist halt ja, Gummiband-KI. Spiering. Kann man gar rauf mit so einem Ding. Vielleicht kann man den Turbo eh auch da kaufen oder man muss rauffahren. Wenn wir rauffahren müssen, glaube ich, bauen wir uns noch nicht ein. 51.000 haben wir jetzt. Die waren eh recht sparsam eigentlich, ne? Yo! Wo ist er denn da? Oh ja, kann man eh einbauen. Ja. Ja, nicht so schlecht. Auf's mal, G-Ready. AKS. Ja, das haben wir eh eigentlich alles auf 2, ne? Hey, tighten your gearbox and shorten your throws by upgrading your transmission and relaying that power. Top Speed brauchen wir, das wurscht das Baum. N. Touchmaster. Upgrade the brains of your ride by swapping out the stock computer with a superchip. Hey, swap out stock parts with aftermarket hardware. Das ist mir die Erklärung. Ich glaube, das kann man nicht einmal abschalten. Okay, jetzt haben wir. Bin jetzt aber gespannt. Turbo in Bessern. Street X. Nehmen wir. Ich bin nicht gut, was wir zuerst gefahren sind. Schaltet dann halt auch nicht mehr so dermaßen lang, ne? Und die Endgeschwindigkeit haben wir auch gebraucht, ne? Also mit dem Getriebe jetzt, weil wow, in der Kurve innen aufhören, das ist so ein Glanzleister. Nicht schlecht. Was habe ich denn jetzt? Ja, wieder in der Kurve hin und auf, das ist es. Ich kann mal schauen, wenn ich oben bremse, wo fallen da die Touren hin. Ja, aber da haben wir eigentlich eh schon einen Druck bei den 4000, ja? Waren nicht so weit vorn. Hat ein dummer Fehler in dieser Kurve innen aufhören. Schauen wir mal, wo haben wir da in der Nähe das nächste? Oh, 3 Uhr Rennen. Ah, da fahren wir hin. Wenn wir uns an den
Wagen nehmen, den wir dann wirklich gescheit auftun, und dann kriegt er natürlich auch ein schönes Design. Well. Gut Gas geben. Ja, da haben wir uns ja gut essen. Machen wir das auch da so mit ein bisschen Rahmen, ne? Sorry. Da müssen wir, glaube ich, auch noch anpassen ein bisschen. Da kommt der Bob schon auch noch zu hoch. Ah, obwohl, es geht eigentlich. Das sollte eigentlich gehen. Lenken tut er schön. Aber was ist denn? Komm, fahren wir wieder. Wenn man zu arg im Lenkanschlag ist, verliert man natürlich auch Geschwindigkeit. Ne? Ja, aber hartnäckig da, ne? Ha? Anders verwandt. Keine Ahnung, wir kennen nicht, das ist ein 240er Sitz. Letzte Runde, jetzt bitte ordentlich, ohne irgendwelche dummen Fehler. Fahren zum Beispiel. Das wird aber noch ein Rennen sein, oder? Weiß jetzt gar nicht. Schauen wir, wenn wir hier wissen. Kriegen wir 100 wenigstens? War Rennen, okay. Next Race. Jetzt sind wir. Ist Heliger.
Jetzt hab ich einen Bauschemals. Ist ein bisschen demoralisieren. Wir werden es auch nicht mehr sehen. Und was auch machen, ne? Der ganze Vorsprung ist schon wieder Rutschekater, ne? Ein bisschen was für die Show, kostet natürlich Zeit, wie man sieht, ne? Aber kein Ausgang ist da echt drauf. Da geht es ja nur darum, dass wir gewinnen. Da ist es jetzt mit den Reputation Points nicht halb so wild, weil da kriegst du nur dann welche, wenn du beide Renner gewonnen hast und dementsprechend mit viel Punkten. Weglenken, da ist die Kurvenfahrer ziemlich behindert. Che. Japan-Tuning, sehr richtig. Nur überlegen, ja, das ist. Was für ein Design wir dann in RX 7 oder RX 8 geben? Gehen wir dazu. Jetzt bin ich aber nicht gar so behindert von den Kurven, ne? Behind die. Das war schön jetzt, hat damals schön Schwung mitgenommen. Das war jetzt schön. Hm? 305.000. Schön. Ja, genau. Das. Da düsen wir eventuell schnell zum. Jetzt überlege ich gerade. Wollen wir die zwei an, dann schauen wir zum Händler, oder? Wäre eine Idee. Reden wir nicht drüber. Aber da wir erst zum Rennen hinfahren, ist jetzt auch, ist ja halb so wild, ne? Hoppala, ich muss mal abgehen. Kleines Ehrendrifterl auf der Autobahn.
Jetzt ist dann gerade mein Weiberl gekommen und jetzt werden wir kurz eine Pause machen. Aber es geht dann noch weiter heute, mit Sicherheit. Hopp. Jetzt einmal kurz ein Kitchen-Clubbing. Weil das Rennen machen wir da schnell. Das Rennen muss noch drin sein. Schnell URL rennen, geht auch geschwind. Ja, da trat mir um. Ein netter Kollege. Aber das ist halt auch so, ne? Mit ein bisschen auf Karambolage. Kommt, ja, nach vorne. Ja, klar. Das sind ein paar Heidel, ne? Und den kleinen MX-5 traust du halt leicht um, ne? Das ist der. Schaust ein bisschen zu fest so und traut sich einer. Jetzt werden wir es da wieder ein bisschen zubehören. Danke für den Schwung wegnehmen. Sehr schön, die ganze Kurve im Drift. Und jetzt könnt ihr mir mal ein bisschen Vici Gogol mit euch anrahmen, weil jetzt bin ich froh. So schaut's aus. Das müsste jetzt aber nur ein Rennen sein, glaube ich, oder? Ein Rennen mit 5 Runden. Ja, gerade die Musik ist aus. Da muss ich mir mal, glaube ich, mal eine gescheite Playlist zusammenschneiden. Da kommt Zube, obwohl ich in Ostdruck habe, ist auch interessant, oder? Die vorletzte Runde. Ja, gescheit. Aber es war steif. Zum Glück war das nicht so ein frontaler. Aber wie auch immer die das angestellt haben, die sind schon wieder. Sind wir auf den Fersen. Jawohl, das war schön.
uns mal ein bisschen selber loben, nicht? Wir fahren eigentlich nichts gut. Hoppa. Wir sind auf. Mach ich gleich Fehler. Fehler. Okay, das war nur mit Gaslupfen, ist das gegangen. Sehr schön. Da kommt man auch wieder zurück. Es war nicht viel, aber doch. Jawohl. 508. 100 Punkte. Das nächste Auto. Müssen, ja. Machen wir nachher, die bestellen uns nochmal hin. Für nachher, weil jetzt gibt es aber wie gesagt ein kurzes bisschen.